Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, da sind wir wieder zurück in Minecraft heute unterwegs. Ich weiß gar nicht, welcher Folge wir heute sind. Ich meine, weiß ich gar nicht. 408, kann das sein, dass wir schon in 408 sind oder? Nee, gar nicht. 407 habe ich ja gerade veröffentlicht, wenn ich mich nicht alles täusche. Weiß ich gar nicht. Müsste ich echt mal nachschauen. Da bin ich echt überfragt mittlerweile. Wir haben ja hier wirklich so viel momentan gemacht, muss ich ja sagen, dass ich gleich mal überlegen muss, was ich heute vorhatte. Ach, ich glaube, ich weiß es wieder. Wir wollten ja da unten uns den Sand... Hallo? Den Sand holen. Damit wir damit da unten endlich mal einen Sandstein machen können. So war das doch, glaube ich, ne? Da irre ich. Ich glaube, war richtig. Gut, dann nehme ich mal zwei Stacks Dirt mit, um das Ganze auszugleichen da unten. Und ich wollte gleichzeitig nochmal was anderes nachschauen. Aber alles zu seiner Zeit. So, hier müssen wir ja sowieso theoretisch erstmal machen, weil bis da dicht. Wir müssen hier vorne nämlich sowieso nochmal ein bisschen umbauen später. Deswegen, eigentlich können wir die Löcher jetzt sogar lassen, weißt du? Weißt du was, das lasse ich jetzt hier mal. Vor allem, weil das hier auch so eine schöne Treppe bildet, dass wir hier runter können. Und dann holen wir uns jetzt einfach mal ganz freudig ein paar Stacks Sand hier unten. Ich hoffe, ihr seht genug hier. Ja, wobei jetzt sollte das eigentlich recht gut gehen, hoffe ich. Ja, weil wir brauchen ja Sand ohne Ende momentan, muss ich ja sagen. Also, oder wir werden Sand ohne Ende brauchen, sage ich es mal so lieber. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren wird. Ich hoffe, die Framerate bricht nicht gleich irgendwie zusammen, weil heute übrigens, muss ich auch mal sagen, was ganz Besonderes wieder. Ich habe mal wieder einen zweiten Monitor hier dran. Ja. So sieht es doch aus. Jetzt kann ich nämlich momentan zum Beispiel sehen, welche Musiktitel abgespielt werden. Und theoretisch könnte ich mir demnächst auch noch andere Sachen dort anzeigen lassen, wie zum Beispiel Outer City und ähnliches. Das habe ich aber heute noch nicht gemacht, weil heute ist der letzte Sonntag der Ferien so. Und ja, da hatte ich jetzt nicht so viel Bock, da noch viel rumzubasteln. Nee, wie gesagt, heute die Aufnahme haue ich nochmal eben kurz durch hier. Wieder 20 Minuten Folgen ungefähr. 20, 18 Minuten Folgen, irgendwie sowas um den Dreh. Meistens werden die bei mir eh zu lang, wie ihr wisst. Ne? Oder annähernd passend halt, je nachdem. Manchmal gucke ich eher drauf. Und ich hoffe, dass wir das nämlich momentan annähernd hinkriegen hier, dass wir hier heute ein bisschen noch was schaffen auf jeden Fall. Weil die Sache ist die, ne? Ich will ja hier jetzt ein bisschen vorankommen und so, ne? Und dann müssen wir hier mal ein bisschen einen Zahn zulegen. Weil wir ja hier, das fällt ja momentan, das ist ja nur der erste Schritt. Ich meine, danach soll es ja weitergehen. Wir haben ja vor, eigentlich da oben eine Stadt zu errichten. Boah, und ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen werden in der nächsten Zeit. Weil ich weiß so viel. Hier unten habe ich auch schon Pläne für übrigens, für den Raum. Das wird ein Raum werden, unterm Feld. Ist auch schon recht gut in meinem Kopf geplant. Ich habe es noch nie ausprobiert, ob es klappen wird später übrigens. Auch von den anderen Tools her, die wir dafür benötigen würden, nicht. Ich weiß nur so viel, ich will das bis zur nächsten Minentour fertig kriegen. Das heißt, bevor wir jetzt nochmal irgendwann in die Minen gehen, und das wird tatsächlich noch kommen, bevor das Feld fertig ist, ich habe mal durchgerechnet, das Redstone von uns reicht vermutlich nicht, dann werden wir wahrscheinlich eine neue Höhlentour machen auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht wohin, welche Richtung, keine Ahnung, da rennen wir wahrscheinlich einfach mal wild drauf los und suchen. Ne, und da werden wir dann auch diesmal ein bisschen mehr Ausrüstung mitnehmen als letztes Mal, vor allem auch vernünftige Spitzhacken, ja, tatsächlich. Wir werden uns auch noch irgendwo hier eine kleine Basis ausbauen. Boah, Alter, ich höre mich heute total scheiße vermutlich an. Das liegt daran, dass ich wieder eine dicke Backe habe seit ein paar Tagen. Weil, wegen und so, ich weiß auch nicht. Ja, sehr schön. Da, wo ich den Zahn damals mal rausgekriegt habe, die Weißerzähne, weiß der eine oder andere ja noch, ne? Das ist heute irgendwie wieder dicht geworden und das ist total shitty. Deswegen wollte ich heute eigentlich gar nicht aufnehmen. Das Problem ist nur, out of Folgen. Ja, momentan muss ich sagen, läuft der Upload eigentlich wieder einigermaßen gut und deswegen haue ich da momentan ein paar Folgen mehr rein, als ich veröffentliche, damit ich so ein kleines Polster mal wieder kriege, demnächst, ne? Weil ich habe noch so ein paar Sachen zu machen, wenn denn dann die Zeit mal, da ist. Und zwar wollte ich ja mal ein paar Tutorials machen, ich wurde ja ein paar Mal hier gefragt letztens, kannst du nicht mal machen hier, ne, zum Thema Minecraft und so, da habe ich ein paar Probleme. Und ja, da ich da manchmal auch da ein bisschen drüber hänge und, ne, mache ich da vermutlich mal eins, wie ich meine Mods installiere und sowas und noch ein paar andere Sachen zum Thema Videos rendern und so weiter und so fort. Das ist schon länger in der Planung, da sitze ich momentan dran. Die Sache ist nur die, dass ich da selbst immer noch nicht hinterblick bei manchen Sachen. Und deswegen wollte ich jetzt warten, bis ich das auch noch raus habe, die letzten paar Kleinigkeiten.
Und dann wollte ich das mal irgendwann machen im Laufe der nächsten Woche vielleicht. Wird das hoffentlich was werden. Bei Minecraft warte ich noch, dass Mods geupdatet werden. Wir spielen immer noch in 1.47 übrigens, ja. Hammer geil, muss ich sagen. Nein, eigentlich nicht, weil eigentlich wollte ich schon die 1.5 haben, aber egal, ja, jetzt komm hier. Kann man ja leider nichts dran machen. Es wäre zwar wirklich schöner, wenn wir die jetzt demnächst mal hätten. Aber da müssten wir nicht immer so ewig drauf warten, auf so Trichter und sowas. Das müssen wir dann wirklich mal irgendwann mal machen demnächst. Oder Lichtsensoren, die wären übrigens auch mal wirklich sehr schön. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich habe so eine kleine Idee zumindest, was man damit machen könnte im Verlaufe des LPs. Die Sache ist nur die, bis wir zu dem Punkt kommen. Boah, das dauert noch ein paar Folgen, ey. Das ist, also da müssen wir vorher noch einiges fertig machen. Und das sage ich nicht nur so, das ist wirklich so, also bevor ich die vermutlich einsetzen werde, da wird eine ganze Zeit vergehen. Ja, also ich kann ja mal ganz kurz für alle, die es interessiert, einen kleinen Statusplan mal jetzt nebenbei mal eben so im Kopf durchgehen. Und zwar geplant war ja hier der Feldaufbau. Der ist momentan im vollen Gange. Wir haben oben die Felder schon aufgebaut, da kommen die Sachen drunter, dann kommen die Pistons rein. Dann werden wir da oben natürlich dann die ganzen Sachen anpflanzen schon mal im Voraus. Und dann wird es eigentlich schon an den künstlichen Berg gehen. So, wenn der dann fertig ist, dann verdingsen wir das ganze Redstone. Dann haben wir vermutlich zu wenig, was ich so bis jetzt gesehen habe. Daraufhin wird es dann vermutlich auf eine neue Höhlentour gehen. Und nach dieser Höhlentour werden wir dann hier unten diesen Raum befüllen, sage ich nur mal so. Ja, da werden wir hier unten jede Menge machen. Und danach werden wir dann vermutlich unsere Monsterfalle umbauen. Die ist nämlich verdammt. Da habe ich mir was ausgedacht. Ich habe mir schon so innerlich zum späteren Zeitpunkt dann gedacht, ach du Scheiße, das kannst du nicht bringen. Doch, mache ich, weil wir es können, ja, einfach nur, weil wir es können. Und meine Fresse, nee, das wird verschissen groß werden, was wir da machen werden. So, jetzt ist ja schön, ich sehe wegen dem Shader nichts. Ach, wie schön. Ja, der backt immer noch ein bisschen rum. Liegt daran, dass wir immer noch in der 1.4.7 sind, ne? Ich meine, die neue Version hoffentlich backt nicht mehr rum. So, jetzt sind wir hier schon an dem Sand gelangt, der noch oben war, an der Oberfläche scheinbar, ja? Nee, doch nicht. Doch nicht. Kann das denn etwa sein? Wie viel Sand haben wir denn jetzt? Ach ja, das sind doch schon mal ein paar niedliche Stacks. Da kannst du doch schon mal ein bisschen was mit anfangen, würde ich behaupten. So, dann holen wir uns den Scheiß hier noch raus, dann bringen wir den ganzen Scheiß gleich mal zum Schmelzen rüber, ne? Wir haben ja noch 10 Minuten oder sowas. Boah, Alter, das reicht ja. Locker, hoffe ich noch. Zumindest für so ein bisschen. Alter Schwede. Ja, ich hätte nicht gerechnet, dass hier so viel Sand überall ist, aber natürlich war halt Teil vom Meer, war Strand und so, weißt du, ja? Ne? So, jetzt sind wir hier nämlich an dem Teil angelangt. Den meinte ich vorhin schon. Und der muss natürlich auch komplett weg. Da müssen wir ja oben auch wieder Erde hinsetzen gleich. Ach. Heilige Scheiße, nee. Wer darf denn da nicht dran denken? Ach ja, wieder ein schöner Blues. Ach ja, ich liebe so Sachen übrigens. Manchmal sind die wirklich gar nicht schlecht so. So Blues, ja, so Blues im Blue. Den kann man sich immer mal gut reintun, wenn man irgendwie so ansonsten nichts zu tun hat. Ja, und in Minecraft haben wir ja gerade nichts zu tun, außer freudig Sandschau wählen. Hey, das ist ja schon... Ist ja doch schon etwas mehr Arbeit. Alter, wie scheiße viel Sand hier ist, ey. Das ist echt unglaublich. Ach ja. Aber wie gesagt, wir können es gebrauchen, den Sand hier. Ne, weil wir wollen den ja, zum einen brauchen wir den für Glas, zum anderen für Sandstein und so weiter und so fort. Da wird echt was drauf gehen, schätze ich mal. Wie viel Stacks haben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir brauchen jetzt noch circa 2 Stacks, dann können wir erstmal weitermachen. Mit Aufbau meine ich. Ach so, das ist schon das Feld. Okay, ja, dann ist kein Ding. So, wenn das Deck da unten voll ist, brauchen wir noch ein Stack. Den haben wir alles, hoffe ich. Schätze ich, meine ich, glaube ich, denke ich. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel wir ungefähr brauchen werden später, wenn wirklich alles fertig ist, aber ich hoffe mal, das reicht so erstmal. Ja, ich meine, es wäre ja noch blöder, wenn wir jetzt noch echt hier tonnenweise Sand noch überall rausholen müssten, weil wir den noch brauchen. Das wäre jetzt nicht so geil, aber wir müssen natürlich auch an die Rohstoffe denken, ja? Deswegen ist ja Minecraft auch immer so... manchmal halt noch, dann hält so die Spielfreude ein bisschen aufrecht, wenn man ja nicht immer das gleiche macht, sondern auch manchmal Rohstoffe holen muss und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich ja nicht verkehrt. So. Was hatte ich denn jetzt vor? Ah ja, Sand von unten wiederholen. So. Alter, ich bin heute verpeilt, ey, das glaubt mir wieder keiner. Es
liegt daran, wenn man die ganze Zeit so unkonzentriert ist, nur auf einem Bildschirm gafft hier, ja? Daran liegt das. Das ist immer schuld. So, jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Also, wenn... Wo haben wir hier mal eine vernünftige Treppe da hinten? So, geht doch. Also, wenn wir hier später Hand anlegen werden und das wird kommen, dann werden wir, warte mal, das ist 1, dann wäre hier die Decke, dann wäre das 1, 2, 3, 4. Oh ja, da können wir gleich noch einen Raum runterziehen. Nein, hier ungefähr auf diese Höhe, dann käme die Decke, also der Boden von dem zweiten Raum rein. Der wird etwas höher werden, weil wir Platz brauchen da. Das werdet ihr aber später noch zum Release-Zeitpunkt sehen, wenn das Ding fertig ist. Alter, ich bin echt gespannt, ob sich das rentieren wird, was ich vorhabe. Das muss ich vielleicht vorher mal ausprobieren. Das hätte vielleicht was. Aber das wäre schon echt nicht verkehrt da. Was ich da so plane momentan, glaube ich. So, 64, ja komm dann. Gehen wir jetzt mal wieder zurück. Ich meine, wir haben jetzt erstmal genug, denn... Können wir hinten immer noch nach und nach halten uns immer die Sachen rausholen. Hier ist ja auch noch Eisen und so ein Scheiß drin, na. Ach, komm schon. Ja, genau, spring nicht. Ach komm. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Das Problem ist, dass es so dunkel ist, dass ich selber nichts mehr sehe. Das ist verdammt fies. So. Also hierüber, 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 hierüber. So, darüber. Da haben wir genug. So, jetzt kann ich eigentlich mal ganz kurz aus 4 Stacks mir theoretisch schon mal Sandstein machen. Ja, genau, kommt nur ein Stack Sandstein raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum sind das nur 7? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Alter, ich dachte, da käme mehr bei raus. 64, ja, das ist ja nix. Alter, dann müssen wir noch eine ganze Zeit unten graben gehen, vermute ich mal, verdammt. Noch ein paar Folgen, ey. Das ist ja richtig assi. Verdammt, ich dachte, das wäre mal eben hier so eine kurze Nummer, weißt du? 5 Minuten, 10 Minuten, dann bist du durch. Aber nein. Da wie viel? Ach, egal. Ich glaube, wir bauen jetzt erstmal weiter, würde ich sagen, wa? Dann haben wir da nicht das Problem, dass wir jetzt noch ewig doof rumstehen hier. Füllen wir das Ganze jetzt hier erstmal mit Sand auf. Ja, hier fehlt natürlich Kohle wieder, ist ja klar. Ach, Menschenskinder, das darf doch wohl nicht wahr sein hier. Nein, die wollte ich doch nicht wegschmeißen. Den waren wir schon, ja wohl. Na, einer fehlt jetzt natürlich noch. Ist ja Sonnenchlor. Aber egal. So, hier waren 3 gerade drin, habe ich gesagt, ne? 4, 5, 6, 7, 8. So, wieder. Aber da weißt du, das machen wir aus dem Stack hier. Dann teilen wir das einfach so oft in der Hälfte, bis wir nur noch 8 überall haben. Habe ich mir letztens mal so überlegt. Ist doch, glaube ich, ein bisschen sinnvoller, als wenn wir jetzt alle einzeln abzählen. Das ist doch wohl Schwachsinn. Und hier packe ich vielleicht auch mal 8 rein. Wenn wir da noch nichts für haben, vielleicht finden wir ja hier noch ein bisschen Sand. Ich weiß das hier gar nicht mehr. Vielleicht haben wir noch ein bisschen was da. Auf Vorrat, aber ich fürchte nicht mehr. Nee, nur noch Glasscheiben. Das ist so assi. Den Rest benutzen wir dann jetzt erstmal für andere Sachen. Damit wir hier Sandstein kriegen, weißt du? Dann müssen wir auch ein bisschen weitermachen. Na, Glas ist zwar wichtig, aber... was war denn das jetzt? Da ist irgendwie gerade... Hab doch nicht auf R gedrückt. Irgendwas backt hier manchmal rum heute. Also das ist echt, das ist nicht schön. Ne, ist nicht. So, hier habe ich doch irgendwo noch Sand drin gehabt. Jawohl, wollte ich da sagen. Und hier ist Sandstein drin. Ja, das passt erstmal ein bisschen. Ach, und Glas haben... Alter, was haben wir denn hier noch alles gehortet? Verdammt. Etwas mehr, würde ich sagen. Okay, dann machen wir heute mal weiter. Wir müssen ja schlussendlich die Felder hier mal alle fertig kriegen. Und dann wollen wir unten drunter natürlich auch mal anfangen langsam. Und ach du Scheiße. So, der muss da weg. Ja, der kann hier eigentlich auch schon weg. Ich überlege noch, ob ich hier dann irgendwie die so Zäune draufsetzen soll oder ob das ungeil aussieht. Das weiß ich momentan noch nicht irgendwie. Das kann ich momentan noch ja nicht sagen. Genauso wenig, wie ich sagen kann, wie ich das auf der anderen Seite gemacht habe. Verdammt. Ach ja, jetzt rennen wir hier wieder freudig durch die Gegend, ey. Verdammt, weil ich wieder nicht weiß, was ich getan habe. Warum habe ich da 2 aufeinander gesetzt? Ach ja, ich wollte die unteren ja später irgendwann nochmal wegmachen vielleicht. Und das Ganze ein bisschen anders machen. Aber das steht ja momentan noch nicht fest, weil ich da noch nicht genau weiß, ob ich das so machen darf, kann, soll, wie auch immer. So war das. So, das heißt, wir müssen jetzt hier momentan
immer an... An diese Stelle müssen wir jetzt immer den Sandstein setzen. Ja, das kriegen wir wohl von oben hin, wa? Würde ich sagen. Da machen wir das doch nochmal eben. Komm, das geht, geht zügig, hoffe ich. Da und... Da und... Ja, da und... ja, nee, da nicht. Verdammt. Jetzt haben wir keine Spitzhacke mehr. Ach, komm schon. Das darf nicht wahr sein hier. Echt, das ist doch unglaublich. Und da und da und tralala und dort und hier und überall. Und ich weiß gar nicht, wie ich das ganz unten gemacht habe. Ganz unten habe ich, glaube ich, ganz hinten einen hingesetzt, wa? Da habe ich, glaube ich, nur hier einen hingesetzt dann. So, ich guck gerade mal auf die Uhr. Ach ja, da haben wir noch genug Zeit. So, hier waren wir schon. Da waren wir auch schon. Gut, ne? Es geht eigentlich voran mit unserem Feld, würde ich mal behaupten. Gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Also, wir sind jetzt schon bei den Wasserläufen. Ich meine, okay, der Hauptteil fehlt natürlich noch. Das sind die großen Räume unten drunter. Aber da weiß ich immer noch nicht, was ich da reinmachen soll. Ich glaube, ich lasse die erstmal alle grün werden. Mach dann da gerade Räume raus mit Sandsteinverkleidung. Und dann war es das erstmal, würde ich behaupten. So, wie ich das ganz oben gemacht habe, weiß ich auch nicht mehr. Das lasse ich erstmal. Ach ja, das ist heute wieder so spannend in dieser Aufnahme, weil ich wieder so unheimlich viel mache und ich kann auch nicht so viel erzählen leider heute, weil ich gar nicht weiß, was ich erzählen sollte. Besonders, dass heute der letzte Tag von den Ferien, oder der letzte Tag der Ferien ist, was ich ganz schön assi finde. Und das finde ich wirklich assi, verdammt, ey. Ach ja, da sind die Ferien leider schon wieder an einem vorbeigezogen, so irgendwie, man fragt sich, wo sind 2 Wochen geblieben? 2 Wochen? Zack, da waren sie weg. Ja. Da weiß man dann auch nicht mehr, was man noch machen soll, verdammt. Ja, jetzt fängt die Schule wieder an, aber das sind ja auch nicht mehr so viele Wochen. Ich habe gerade mal überlegt, so ein klein wenig hier, ne, von wegen und so, wie waren das noch hier? Ja? Hier, wie waren das noch so überhaupt mit gewissen Sachen? Warte mal, nee, Wasser kommt von da, Wasser fließt da runter, das heißt, da kommt Glas rein. So, habe ich jetzt entschieden. Das heißt aber, hier müsste der Boden auch raus. Das heißt, hier müsste Sandstein rein. Ja, super, dass ich den weggepackt habe, natürlich. Ey. Ich bin auch so schlau. Okay, der muss immer einen davor rein. Okay, das heißt, der müsste mal wieder dahin. Und das muss wieder alles weg hier. Ach ja, Mensch, das ist wieder eine Arbeit hier, die man eigentlich so umsonst macht. Ich weiß nämlich gar nicht, ob man später sehen wird so wirklich. Das ist so die Frage aller Fragen. Und nicht nur von außen sehen, weil das wäre nämlich ganz schön scheiße, muss ich sagen. Würde sich nämlich nicht lohnen, dafür hier so viel zu machen, so. Ach nee, von wegen hier runter. Ey, hallo, jetzt schwimm da hoch. So, geht doch. Jetzt müssen wir hier natürlich auch wieder alles wegmachen. Ach, wie schön das doch immer ist. Warte mal, sind wir jetzt hier am hintersten Punkt angelangt? Jawohl. Ne? So, warum habe ich die an der Stelle dahin gesetzt? Ach, egal, das geht eigentlich auch. Ich meine ja nur, irgendwie ist es sinnlos, da die hinzusetzen, aber naja, gut. Ist doch egal, ja. Kann man doch immer noch anders machen später. Hauptsache ist hauptsächlich erstmal, dass das Feld fertig wird, soweit, dass wir Wassergräben haben. Und dass soweit alles schon mal läuft. Den ganzen Rest müssen wir dann sowieso später. Hier, die ganze Wand muss ja auch nochmal weg. Ja? Die müssen wir ja auch nochmal ersetzen, verdammt. Da darf ich ja nicht dran denken, dass das alles noch irgendwie kommt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo der Sandstein da war. Und ich sehe gerade, ach, die Scheiße, die Zeit ist um. Ja. Die Zeit ist leider schon wieder um. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in einer neuen Folge. Bis dahin. Tschüss.